Wir enden heute in diesem Panel mit einem nach wie vor sehr aktuellen, auch brisanten Thema, nämlich Chancen und Risiken von Gesichtserkennung durch polizeiliche Stellen in der Schweiz. Und dazu haben wir, wie ich finde, ein sehr interessantes Duo, nämlich zunächst vertreten von Elisabeth Ehrensberger und Letizia Ramele, die TEA Swiss. Die TEA Swiss ist eine gemeinnützige Stiftung, die unabhängig Chancen und Risiken von neuen Technologien bewertet und damit auch Orientierungshilfe für die Politik und Wirtschaft gibt und auch durch Fokusgruppen also einen breiten Diskurs in der Gesellschaft anregen möchte und diesen auch fördert. Und Elisabeth Ehrensberger ist seit 2017 Geschäftsführerin, Direktorin der TEA Swiss. Sie wird uns die TEA Swiss auch kurz vorstellen. Und anschließend wird Letizia Ramele als Projektleiterin eine Studie zu automatisierten Erkennung von Stimme, Gesicht und Sprache. Genau, Stimme, Gesicht und Sprache uns diese Studie vorstellen. Und im zweiten Teil hören wir von Angela Müller, also einer NGO oder Leiterin der von Algorithm Watch, die ihr sicher auch alle schon kennt und die ihr auch schon vorgetragen hat, als Mitglied von Gesichtserkennung stoppen, hören wir von ihr, was aktuelle Bestrebungen der Regulierung von Gesichtserkennung in der Schweiz sind. Elisabeth, du kannst beginnen. Danke. Ja, der Polizist, der wünscht sich natürlich mehr Überwachungskameras, weil er auch komplexe Verbrechen aufklären möchte. Die Frau, die fühlt sich vielleicht sicher, weil trotz der Kamera ein Polizist anwesend ist. Das Kind denkt vielleicht, hoffentlich sieht man mich auf TikTok. Und der Mann, der macht sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken, weil er weiß, dass er sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Die Vor- und Nachteile neuer Technologien hängen nicht nur von der Technik ab, sondern auch von unserem Verhalten. Gerade wenn wir wissen, dass wir von Überwachungskameras auf Schritt und Tritt beobachtet werden, mutieren wir da alle zu kleinen Konformisten, die auf ihre Privatsphäre eben verzichten, weil sie wissen, dass sie nichts zu verbergen haben. Neue Technologien brechen nicht über uns hinein wie Naturgewalten, denen wir schutzlos ausgeliefert sind, sondern wir müssen immer nach dem Handlungsspielraum fragen, den wir haben. Technologien werden von Menschen gemacht, also sollen sie von Menschen auch begleitet und gestaltet werden. Das heißt, wir müssen gemeinsam aushandeln, welche Technologien wir wollen, zu welchem Zweck, zu welchem Preis. Und dazu müssen wir die Folgen dieser Technologien kennen, also was ihre Chancen, ihre Risiken sind. Und das ist die Kernaufgabe der TEA Swiss. Aber ich weiß, dass ich bei diesem Publikum auf offene Türen stoße. Ich möchte mich auch herzlich bedanken für das Engagement, also dieses demokratische Moment der Technologieentwicklung. Das ist, glaube ich, bei Ihnen sehr stark im Bewusstsein. Die Technologiefolgenabschätzung wird in der Schweiz von der Stiftung TEA Swiss gemacht. Wir haben dazu eine gesetzliche Grundlage im Forschungsförderungsgesetz des Bundes, das besagt, dass wir die Zukunftsfähigkeit neuer Technologien abschätzen sollen, zwar nicht nur in technischer Hinsicht, sondern uns interessieren die politischen, die ökonomischen, die sozialen, rechtlichen, ökologischen und ethischen Implikationen einer Technologie. Das heißt, wir versuchen möglichst früh zu erkennen, welche Technologien auf uns zukommen. Wir führen dazu wissenschaftliche Studien durch, aber auch, wie schon erwähnt wurde, partizipative Verfahren. Und wir kommunizieren breit unsere Ergebnisse an die Politik und an die Bevölkerung. Und Ziel der Übung ist es, möglichst unabhängige, sachliche Informationen zu liefern ans Parlament, an den Bundesrat, die Verwaltung, aber natürlich auch an die ganze Stimmbevölkerung, damit sie sich eine eigene
Meinung bilden und entsprechende technologiepolitische Entscheide fällen können. Also diese demokratische Willensbildung steht für uns im Vordergrund. Wichtige Kriterien bei der Auswahl unserer Themen, jedenfalls zwei der wichtigeren, sind eben, wie viele Menschen in der Schweiz von einer neuen Technologie betroffen sind, potenziell betroffen in ihrem Alltag, und wie kontrovers eine Technologie besprochen wird. Und das trifft natürlich bei der Gesichtserkennung sicher beides zu. Hinzu kommt hier auch, dass wir es mit biometrischen Daten zu tun haben, also ganz unveränderbaren und bei jedem Individuum speziellen Daten, die ein hohes Datenschutzniveau genießen. Und zudem ist die Technologie relativ unklar. Wir wissen nicht genau, auf welchem Reifegrad und mit welcher Zuverlässigkeit die Technologie wirklich funktioniert. Und vor diesem Hintergrund hat TA Suisse 2019 eine Studie lanciert zum Thema. Nicht nur zur Gesichtserkennung, sondern neben die Stimme und Sprache war auch das Thema dabei. Heute fokussieren wir uns auf die Gesichtserkennung, ganz speziell auf die Gesichtserkennung durch die Polizei. Ausgangsfragen waren eben, was ist der Reifegrad der Technik? Wie zuverlässig ist sie? Was sind diese sogenannten Trefferraten? Was muss man davon halten? Wo wird die Technologie angewendet? Wie wird die Technologie von der Bevölkerung eingeschätzt, akzeptiert oder eher abgelehnt? Was überwiegt der Nutzen oder das Missbrauchspotenzial? Und reichen unsere bestehenden Gesetze aus, um diese Technologie sinnvoll zu regulieren? Ja, und jetzt gebe ich schon das Wort an Letizia. Sie war eben Projektleiterin bei dieser Studie, hat die Erarbeitung der Studie begleitet und wird auf die Resultate eingehen. Vielen Dank. Also die Studie wurde von einem sehr tollen interdisziplinären Team vom Institut, vom Fraunhofer-Institut in Karlsruhe und von der Universität Freiburg in der Schweiz verfasst. Sie sehen all die Informationen hier. Es wurden 8 Anwendungen von Stimmsprach- und Gesichtserkennungstechnologien untersucht. Und eine davon ist eben die Gesichtserkennung durch die Polizei, die wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten. Gesichtserkennung kann von der Polizei verwendet werden, um Menschen im öffentlichen Raum zu identifizieren. Zum Beispiel bei Grenzkontrollen, etwa an Flughafen, oder zum Auffinden von kriminellen oder verdächtigen Personen, zum Beispiel bei Mord oder Terrorismus, und zum Auffinden von vermissten Personen. Es gibt 2 Möglichkeiten, die Gesichtserkennung in Echtzeit. Das bedeutet, dass Passanten von einer Überwachungskamera gefilmt und zeitgleich von einer Software identifiziert werden. Und die Gesichtserkennung in ex post. Und diese kommt nur zum Einsatz bei Bedarf in einem Ermittlungsverfahren und im Nachhinein. Zu den technischen Grundlagen, jetzt sehr allgemein formuliert. Zuerst kommt die Gesichtsdetektion, das heißt, ein Algorithmus wird das Gesicht in einem Bild suchen. Und dann kommt die Merkmalsextraktion, es werden die Merkmale des Gesichtes analysiert. Da führt wir die Struktur unseres Gesichts anhand vieler Punkte und Linien, wie auf diesem Bild dargestellt. Und es wird eine Gesichtsvorlage, eine 3D-Vorlage erstellt. Diese Gesichtsvorlage wird dann mit all den Gesichtsvorlagen einer Datenbank verglichen. Bei den Datenbanken der Polizei geht es meistens um Ausweisbilder oder um Bilder, die öffentlich zugänglich sind. Und schließlich wird die Identität der Person festgestellt. Und hier gibt es auch 2 Verfahren. Die Identifikation, da geht es darum herauszufinden, wer auf einem Bild erscheint. Und die Verifikation, hier geht es nur um eine Bestätigung. Man will wissen, ob eine bestimmte Person auf einem Bild ist oder nicht. Einige Bemerkungen zu diesen technischen Grundlagen. Diese Gesichtsvorlage, die vom Algorithmus produziert wird, ist einzigartig für jede Person. Das bedeutet, dass es eine sehr genaue Vermessung des Gesichts ist. Und damit können wir auch identifiziert werden. Diese Daten sind also kaum veränderbar. Es geht um unser Gesicht und also um sehr sensible Daten.
Und die Gesichtserkennung liefert keine hundertprozentige Gewissheit, sondern nur einen Wahrscheinlichkeitswert. Das heißt, dass falsche Treffer möglich sind. Okay. Was sind die Chancen? Also erstens ein großer Mehrwert für die öffentliche Sicherheit, aber auch ein Effizienzgewinn für die Polizeiarbeit und somit gehen können auch Einsparungen von Ressourcen einhergehen. Und zu den Risiken, erstens haben wir die Fehler der Software. Ein falscher Treffer kann manchmal schwere Folgen haben. Es kann bis zur Verhaftung unschuldiger Menschen gehen oder zu ungerechtfertigten Kontrollen im öffentlichen Raum. In den USA hat es bereits einige Fälle gegeben. Es gibt verschiedene Ursachen für diese Fehler, zum Beispiel eine schlechte Beleuchtung oder eine ungünstige Kopfneigung. Aber eine Ursache für diese Fehler sind auch die algorithmischen Verzerrungen oder Biases. Das heißt, momentan funktionieren diese Softwares am besten bei weißen Männern, während falsche Positive am häufigsten bei Frauen mit dunkler Hautfarbe vorkommen. Das bedeutet, dass gewisse Bevölkerungsgruppen von den Fehlern der Technologie mehr betroffen sind als andere und somit diskriminiert werden können. Es werden große Fortschritte in der Zukunft erwartet. Unsere Autoren gehen nicht davon aus, dass alle Fehler und Verzerrungen für immer beseitigt werden können, aber immerhin Fortschritte werden erwartet. Aber unabhängig davon gibt es noch das Risiko der Überwachung der Bevölkerung. Was passiert, wenn wir öfters an Kameras vorbeilaufen müssen, die mit Gesichtserkennung ausgestattet sind und die uns identifizieren könnten? Werden wir uns weniger wohl im öffentlichen Raum fühlen? Werden wir gewisse Orte vermeiden? Werden wir uns anders verhalten? Das sind solche Fragen. Und es geht auch um unsere politischen Rechte. Die Gesichtserkennung könnte einen Abschreckungseffekt haben. Zum Beispiel könnte es uns davon abhalten, an Demonstrationen oder Versammlungen teilzunehmen. Und es gibt auch das Gefahr eines Abdriftens in eine Massenüberwachung, wenn sich die Gesellschaft an diese Systeme gewöhnt und zum Beispiel, wenn diese Technologie auf immer kleinere Delikte angewendet wird, wie zum Beispiel Taschendiebstahl oder auch wenn immer mehr Behörden Zugriff auf die Daten haben. Ich glaube, wir werden noch darüber diskutieren können. Ich komme nun zu ein paar Empfehlungen der Studie. Unser Team empfiehlt ein Verbot der Echtzeitgesichtserkennung, um eine Massenüberwachung zu verhindern, die gegen mehrere Grundrechte verstoßen würde und eben einer anlasslosen Massenüberwachung gleichkommen könnte, auch ohne konkreten Verdacht. Für die Ex-Post-Gesichtserkennung, sie wird in der Studie weder explizit abgelehnt oder befürwortet, aber die Schaffung einer Rechtsgrundlage wird als unabdingbar betrachtet. Und es ginge darum, die Modalitäten des Einsatzes festzulegen, also für welche Verbrechen und Gefahren Gesichtserkennung eingesetzt wäre, welche Daten werden erhoben, wer hat Zugriff, wie werden die Daten verarbeitet, und welche Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Bevölkerung sind vorzusehen, unter anderem. Zudem sollten Gesichtserkennungssysteme durch unabhängige Fachleute evaluiert werden, regelmäßig. Es geht um eine Überprüfung der Zuverlässigkeit der Ergebnisse der Software, aber auch der Prozesse der Behörden. Das Personal, das diese Technologie verwendet, sollte auch geschult werden hinsichtlich Risiken und Maßnahmen zum Schutz der Rechte der Bevölkerung. Und es wird auch eine gesellschaftliche Debatte empfohlen, um über die Chancen und Risiken von Gesichtserkennung durch die Polizei zu diskutieren und vor allem um demokratische Entscheide zu diesem Thema sicherzustellen. In der Studie wurde auch eine Umfrage durchgeführt. Ich gebe das Wort gerne an Frau Ehrensperger weiter. Ja, ich darf noch ganz kurz auf diese Bevölkerungsumfrage eingehen, die wir im Rahmen dieser Studie durchgeführt haben. Eingangs gesagt, wir machen partizipative Elemente, die oft inhärenter Teil der Studien sind,
quantitativer und qualitativer Art, also qualitativ vertiefte Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in Fokusgruppen, runden Tischen. Das hat auch in dieser Studie stattgefunden. Ich gehe heute nur auf diese quantitative, repräsentative Umfrage ein, die wir 2021 durchgeführt haben, bei 1000 Teilnehmenden. Das Bild zur Akzeptanz der Technologie sieht so aus, ein Drittel ist für den Einsatz der Gesichtserkennung durch die Polizei, ein Drittel ist für ein Verbot und ein Drittel, das scheint mir fast das Interessanteste, ist nicht unklar. Also die konnten uns keine klare Antwort geben. Sie sagten, ja, sie hätten sich mit der Thematik noch zu wenig auseinandergesetzt. Es käme doch darauf an, wo man die Technologie einsetze. Und sie seien sich auch unsicher, ob die Hoffnungen, die man in die Gesichtserkennung stecke, wirklich auch zutreffend seien. Zur Begründung für ein Verbot, das können Sie wohl nicht lesen, ich habe es einfach im Foliensatz für die, die sich dann weiter dokumentieren wollen, habe es hier kurz zusammengefasst. Also als Grund für ein Verbot nennen viele die Angst vor dem Missbrauch der Daten. Dann lehnen sie auch einen zu großen Eingriff oder Einfluss der künstlichen Intelligenz auf das öffentliche Leben ab. Sie befürchten eine Massenüberwachung, auch die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen und dann auch selbst grundlos quasi ins Visier der Polizei zu geraten. Zur Begründung jener Befragten, die sich für einen Einsatz der Gesichtserkennung durch die Polizei äußern, erhoffen sich viele das Auffinden vermisster Personen, den Kampf gegen den Terrorismus, das Aufklären von Mord- und Vergewaltigungsfällen. Sie haben auch die Hoffnung, dass die schiere Präsenz der Technologie ein Abschreckungsmoment darstellt, Abwehr oder von Kinderpornografie. Und was natürlich spannend ist, doch 76% sagen, wer sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der müsse ja auch den Einsatz der Technologie nicht fürchten. Dann noch einige Worte zur Strategie, die jene, die für ein Verbot plädieren, nennen, wie sie sich denn wehren würden, wenn eben Gesichtserkennung doch zum Einsatz kommt. Sie würden Orte mit Gesichtserkennung meiden, sie würden sich beschweren bei den Datenschutzbehörden, sie würden andere Menschen warnen und sie würden politische Aktionen ergreifen, wobei nur 44%, also nicht so viele, bereit, sich aktiv einzusetzen. Was keine Option ist, ist die Maskierung. Also das Verändern des eigenen Gesichts zum Schutz vor der Technologie ist keine Option. Ja, und also ganz kurzes Fazit, mir scheint vor allem diese Unsicherheit bei einem Drittel der Befragten interessant zu sein, beziehungsweise die Möglichkeit einer realistischen Risikoeinschätzung scheint nicht gegeben zu sein, obwohl eine realistische Risikoeinschätzung eigentlich die Voraussetzung wäre, für dass man eine Technologie verantwortungsvoll und auch nutzbringend einsetzen kann. Und da haben wir anscheinend noch viel Informationsbedarf und natürlich vor allem diesen Bedarf an Debatte, an öffentlicher Debatte, nicht nur in diesem Kreis, sondern eben in einem breiten Bevölkerungskreis. Vielen Dank. So, und jetzt wechsle ich über und das ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Wechsel, also das TH Swiss hat diese wahnsinnig spannende Studie vorgestellt und ich bin aber jetzt weder für TH Swiss hier noch hat es direkt etwas mit der Studie zu tun, sondern es ging darum, noch ganz kurz so ein Spotlight, was ist auch eine zivilgesellschaftliche Reaktion auf das Thema, auf diese Technologie und aber auch, was läuft denn so auf politischer Ebene in der Schweiz. Und ich mache das auch kurz. Wir haben im November 2021 eine Kampagne gestartet, gemeinsam mit Amnesty Schweiz und der DigiGuess. Und zwar ging es
schon, also ich fand das jetzt ganz spannend, schon ein wenig um diese 33% oder 31%, die gelb waren, nämlich zu sagen, wir wollen diese Debatte starten. Wir wollen, dass das ein Thema wird, wir wollen, dass es jetzt ein Thema wird, auch wenn die Technologie noch nicht flächendeckend eingesetzt wird, sondern dass wir uns überlegen, was ist eigentlich für uns als Gesellschaft okay und wo wollen wir vielleicht rote Linien ziehen oder wenn wir das nicht ziehen wollen, auf welche Weise, auf welche Bedingungen stellen wir und so weiter. Deswegen haben wir diese gestartet und die Idee war tatsächlich, das auch so ein bisschen bottom-up zu machen und nicht auf die nationale Ebene gleich einzusteigen, sondern in den Städten zu beginnen, weil es ja da die Leute am meisten betroffen auch tendenziell sind. Genau, nochmals ganz kurz, warum fordern wir ein Verbot? Wir haben schon ganz, ganz vieles gehört. Diskriminierungsrisiken gibt es, das heißt eben den Bias in den Trainingsdaten zum Beispiel. Das hat Letizia erwähnt, dass es eben dann die dunkelhäutigen Frauen weniger gut erkannt werden und das kann natürlich wesentliche Auswirkungen haben, wenn dann zum Beispiel im Strafverfolgungskontext. Aber Diskriminierungsrisiken auch nochmal in Verbindung mit dieser eben Gefährdung von Grundrechten oder beziehungsweise es ist ja die Gefährdung eben dieses Chilling-Effekts, Grundrechte wahrzunehmen. Und auch da zeigt sich eben wieder ein Diskriminierungsrisiko. Denn es kann mich davon abhalten, wenn ich weiß, ich könnte potenziell jederzeit erkannt werden im öffentlichen Raum, könnte es mich davon abhalten, zum Beispiel ein gewisses Lokal aufzusuchen, das etwas über meine Religion aussagt, das etwas über meine sexuelle Orientierung aussagt. Und natürlich zeigen sich auch da wieder Diskriminierungsrisiken. Es könnte Sans-Papiers davon abhalten, den öffentlichen Raum so zu benutzen, wie sie das sonst machen und so weiter. Also es gibt da auch eine Verbindung. Und es ist natürlich so, dass wir wissen, dass gewisse Nachbarschaften, gewisse Bevölkerungsgruppen von Überwachung sowieso schon viel stärker betroffen sind. Und dann zeigt sich natürlich auch da wieder ein Diskriminierungsrisiko. Genau. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben dann Unterschriften gesammelt und eine Petition übergeben an die 20 größten Städte und die Kantonshauptorte. Und es sind dann über 10.000 Menschen, die sich für so ein Verbot eben von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum ausgesprochen haben. Das war uns, wie gesagt, wichtig als Signal, so dieses in den urbanen Zentren, aber das heißt natürlich nicht, dass es irgendwie in einem, also außerhalb dieser 20 größten Städte kein Thema sein könnte oder nicht relevant wäre, aber das war die Idee der Kampagne. Und zeitgleich mit Start der Kampagne, also im November 21, wurden Vorstöße eingereicht in der Stadt Zürich, der Stadt Lausanne. Und was jetzt inzwischen passiert ist, auch auf diesen Ebenen, vor allem kommunal, ist, dass die Stadt, sowohl die Stadt Zürich als auch die Stadt St. Gallen, wo dann auch ein Verstoß eingereicht wurde, haben so ein Verbot beschlossen für öffentliche Behörden im öffentlichen Raum. Das ist, das hört sich, ist natürlich super, ein toller Erfolg, aber, es hat ein großes Aber, es ist sehr eingeschränkt, weil gerade was jetzt die Studie sich auch damit beschäftigt hat, der polizeiliche Einsatz kann damit nicht geregelt werden. Das hat mit der Kompetenz zu tun, dass halt die Stadt kann nicht, oder genau, also das Verbot war jetzt wirklich für öffentliche Behörden, aber betrifft nicht den Einsatz von Gesichtserkennung durch Polizei im öffentlichen Raum. Deshalb wichtiges Signal und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Es gab es weltweit in verschiedenen Städten und das ist ein wichtiges Signal, genau auch an diese eben Debatte, die befördert werden muss. Es gibt verschiedene Vorstöße in Bearbeitung, in der Stadt Lausanne, Stadt Luzern ganz kürzlich eingereicht und auch in zwei Kantonen, Zürich und Basel-Stadt. Und da ändert sich dann das Bild ein wenig, weil natürlich auf kantonaler Ebene mehr geregelt werden kann, in dem Sinne aus auf städtischer Ebene. Aber das ist to be seen, wie das rauskommt. Natürlich muss man dann aber auch sagen, da wird die Unterscheidung Echtzeitüberwachung oder ex post sehr wichtig, weil wenn es um ex post geht im Strafverfolgungskontext, dann muss es wieder auf nationaler Ebene in der Strafprozessordnung geregelt werden und so weiter. Wir sagen grundsätzlich, uns war jetzt diese Entscheidung ex post oder Echtzeit nicht so wahnsinnig wichtig, weil die Auswirkungen auf die Menschen sich eben genauso zeigen können, ob sie jetzt Echtzeit oder nachträglich identifiziert werden können. Und ich als Individuum weiß ja auch nicht, also erstens läuft das System gerade, also eigentlich reicht es schon, wenn die Infrastruktur vorhanden ist, weil ich kann ja nicht abschätzen, ob es jetzt gerade läuft und jetzt gerade Leute identifiziert. Und für mich macht es auch nicht einen wahnsinnig relevanten Unterschied, ob das Echtzeit geschieht oder ob das eben nachträglich geschieht. Also das heißt, beide können diese Effekte haben, halt die abschreckenden Effekte auf die Grundrechte, Diskriminierungsrisiken, die damit einhergehen können.
Genau, jetzt kommt eine Folie, wo ich sagen möchte, das hat nichts mit Gesichtserkennung durch die Polizei zu tun, aber ich habe mir erlaubt, das hier kurz einzusneaken, weil es geht ja schon um einfach das Thema, inwiefern ist für uns Überwachung eben in öffentlich zugänglichen Räumen, die vielleicht private Grundstücke sind, aber für uns alle im Alltag wahnsinnig wichtig sind und die wir nicht meiden können, inwiefern ist das okay und wo ist eine Grenze erreicht? Und auch wenn es da nicht um Gesichtserkennung im Sinne von Identifizierung geht, also wo es nicht darum geht, eine Identifizierung herzustellen, aber zum Beispiel Leute zu kategorisieren, zu sagen, welchem Geschlecht gehören sie an, welcher Altersgruppe, kann auch das wieder diskriminierende Auswirkungen haben und Leute in ihrem Verhalten halt im öffentlich zugänglichen Raum beeinflussen. Und deswegen haben wir diese Woche eine aktuelle Petition gestartet zur geplanten biometrischen Auswirkungen der SBB in Bahnhöfen und ich würde mich über jede zusätzliche Unterschrift freuen. Auch nochmals, um zu betonen, das ist nicht sozusagen das Thema, was die Polizei an Gesichtserkennung macht. Aber ich glaube, auch das gehört zu dieser Debatte. Eben Technologien sind keine sozusagen Naturkatastrophen, die über uns einrollen, wie es, glaube ich, zu Beginn gesagt wurde. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam feststellen, was ist für uns okay und wo gibt es eine Grenze, die wir aus guten Gründen nicht überschritten haben wollen. Deswegen habe ich mir erlaubt, das hier einzubinden. Dankeschön. Also herzlichen Dank nochmal an euch drei für diese sehr unterschiedlichen Einblicke. Und es hat hier hinten ein Mikrofon. Ich nehme an, es gibt auch viele Fragen. Also gerne einfach aufstehen und diese Fragen stellen. Genau. Ich habe eine Frage zum ersten Vortrag und zwar auf der einen Folie zu den Chancen und Risiken, da habt ihr aufgeführt, dass eine Chance der große Mehrwert für die öffentliche Sicherheit ist. Jetzt würde mich interessieren, ist das eine evidenzbasierte Aussage oder ist das eher so ein Gefühl? Vielen Dank. Also ja, wir versuchen immer die Chancen und Risiken darzustellen. Wir sind auch verpflichtet, technologieneutral zu sein. Also natürlich versuchen wir beides zu gewichten. In diesem Fall ist es schon gut in der Studie begründet. Ich glaube, es würde schon erlauben, mehr Verbrechen aufzuklären und eventuell welche zu verhindern. Oder das ist auf jeden Fall die Hoffnung. Ja. Und es sind zumindest politisch auch geäußerte Chancen, Vermutungen oder Behauptungen, die wir auf jeden Fall mit berücksichtigen müssen in der Diskussion. Darf ich? Ja, Andreas? Also ich bin ja nicht vorbereitet, deswegen konnte ich es nicht nachgucken. Ich müsste es nachschauen, aber ich bin ziemlich sicher, dass es Studien gibt, dass Gesichtserkennung keine Förderung, keine Stärkung der öffentlichen Sicherheit bringt. Aber wie gesagt, ich habe jetzt kein Zitat parat oder keine Studie, aber ich bin ziemlich sicher, dass es die gibt und dass ich die auch schon gelesen habe. Darf ich ganz kurz nur einen Zusatz? Also es ist also die eine Frage, ich glaube das auch, dass es Studien gibt, wo es oder auch Zufälligkeiten waren, warum jetzt eine Verbrechensrate zurückgeht und sich zum Beispiel am selben Ort oder in einer anderen Stadt im selben Land gezeigt hat, die Rate geht auch zurück und so weiter. Das andere finde ich aber auch noch, selbst wenn es sich zeigen würde, das erhöht jetzt die öffentliche Sicherheit, rechtfertigt das noch nicht alles. Es gibt ganz, ganz schreckliche Methoden, die Polizei potenziell verwenden könnte, die vielleicht die öffentliche Sicherheit erhöhen würden. Deswegen dürfen sie es noch nicht machen. Es gibt ganz klare Schranken, was gemacht werden kann. Und das sind die Grundrechte. Also nicht nur, aber sehr wichtige Schranken. Und daran hat sie sich zu halten, auch wenn man sagen würde, potenziell könnte das vielleicht die öffentliche Sicherheit erhöhen. Und das finde ich in der ganzen Debatte wichtig. Und ich glaube, das ist ja auch so, oder das politisch oft gehörte Argument, wie ihr das gesagt habt, das ist ja auch wichtig, das irgendwie einzuordnen. Natürlich ist es eine staatliche Aufgabe, Sicherheit herzustellen, aber wir müssen uns ja immer fragen, und das ist der Aushandlungsprozess, zu welchem Preis und wie weit kann das gehen? Also vielleicht noch eine kurze Ergänzung.
ich habe versucht zu sagen, ganz am Anfang, die Aufklärung von Verbrechen, das ist natürlich noch nicht Sicherheit, das ist mir schon klar. Aber das wird oft vermischt und wird in Strafverfolgungsprozessen oft zusammen gesehen. Wenn der Täter weiß, dass er eher erwischt wird, dann macht er es weniger. Ob das wirklich der Realität entspricht, ist etwas anderes. Aber es sind Gründe, die vorgebracht werden für den Einsatz der Technologie. Ich möchte mich auf die 33% beziehen, die sich nicht sicher sind. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass sich viele Leute nicht bewusst sind, wie viel überwacht wird und wie. Und ich frage mich, gibt es eine Stelle, eine Plattform, Informationen, wo ersichtlich ist, wo diese Daten erhoben werden? Gibt es einen Ort, wo man sieht, hey, da werden die Gesichter erkannt? Oder ist das unter Geheimhaltung? Oder muss das gesagt werden? Ja. Vielen Dank. Ich würde jetzt keine solche Plattform kennen, das ist auf jeden Fall nicht in der Studie. Was festgestellt wurde, ist, dass diese Technologien manchmal ohne große Informationen eingeführt werden, zum Beispiel mit dem Argument, es macht keinen Unterschied, ob eine Software oder ein Mensch, eine Polizistin zum Beispiel, jemand identifiziert. Also es ist nicht unbedingt sehr transparent, wenn es kommt. Und das hilft natürlich nicht, um sich zu erkundigen. Also das jüngste Beispiel ist ja das SBB-Beispiel, wo es sehr wahrscheinlich keine Gesichtserkennung ist, aber die Kommunikation war nicht wirklich klar und im Ausschreibungstext wird von Größe, Alter und Geschlecht gesprochen. Das sind dann doch personenbezogene Daten, die, ja, also die Transparenz ist nicht gegeben. Und vielleicht noch kurz. Ja, danke noch für die Frage. Eben, das ist auch eine Empfehlung der Studie, dass man eine Auskunftsstelle oder eine Kontaktstelle für die Leute schafft, eben für Fragen, wo kann man sich erkundigen und so weiter. Weil das fehlt generell bei all diesen Stimmsprachen, Gesichtstechnologien und daher wird das auch empfohlen. Ich habe noch eine Frage wegen der Technologie. Also Gesichtserkennung ist ja nur eine, es gibt ja zum Beispiel auch Erkennung von Gang, also das macht ja schlussendlich dann keinen Unterschied. Aber die Petitionen beziehen sich alle nur auf Gesichtserkennung, oder wie ist das? Also bei uns war das nicht so, nein. Also das wird auch im Positionspapier und so nochmals deutlicher. Es geht einfach um biometrische Erkennung. Genau, und das kann Gangart sein, das kann Stimme sein und so weiter. Das war jetzt wirklich, also... Und das, also glaube ich, ist auch nicht so irrelevant, weil das war das Kampagnenframing, das auch auf die Gesichtserkennung nochmals, also das auch als Kampagnenclaim zu nehmen, das also war ja wirklich auch eine Diskussion. Und das zeigt ja auch wieder, wie viele Leute wissen, dass man das auch anhand der Stimme oder des Ganges machen kann, oder? Also diese Debatte ist noch viel weniger. Die Gesichtserkennung, zumindest haben alle schon mal einen Film gesehen, wo irgendwelche grünen Punkte und so. Und das zeigt ja auch, oder? So diese... auch wieder in diesem SBB-Beispiel, was gibt es denn für Technologien, die das könnten, so eine biometrische Kategorisierung? Aber wahrscheinlich eben ist es eine biometrische Auswertung, auf welchen Fall auch immer. Aber genau, also die Position und die Forderung war alle Arten von biometrischer Identifizierung in diesem Fall. Mich würde jetzt auch zur Technologieseite noch fragen, habt ihr so Auswertungen gemacht von Anfragen, also wo praktisch gewissermaßen von der Polizei entsprechende Software eingekauft wird? Also ich habe mal ganz kurz mal gegoogelt und habe dann gefunden, dass im Kanton Aargau zum Beispiel eine Software, die heißt Better Tomorrow, von einer israelischen Firma eingesetzt wird. Und in St. Gallen, die heißt Analyze DI Pro von einer schwedischen Firma. Also die müssen ja auch eingekauft werden. Das heißt, gibt es da Kriterien oder so? Vielen Dank. Unsere Projektgruppe hat auch Gespräche mit diesen zwei Kantonspolizeien geführt. Die Software haben sie an sich nicht bewertet, eher die Prozesse der Behörden. Wobei auch gefragt wurde, nach welchen Kriterien haben sie sich entschieden und so weiter. Das steht auch alles in der Studie, kann ich sehr empfehlen. Aber zum
Beginn der Frage, Entschuldigung, jetzt habe ich meinen Weg ein bisschen verloren. Die Frage war, welche Kriterien eben zugrunde gelegt werden, jetzt auch von der Polizei, und wie ihr diese bewertet. Also für die Beschaffung des Softwares kann ich jetzt nichts mehr ins Detail sagen. Ich glaube, die Passagen der Studie fokussieren eher eben auf den Prozessen der Behörden. Wie ist zum Beispiel der Datenzugriff geregelt? Sind die Leute informiert über die Risiken? Wie werden die Daten gespeichert? Solche Sachen. Und eine Sache, die unsere Autoren betont haben, ist, dass eine Evaluation durch unabhängige Fachleute gefehlt hat. Das wird aber empfohlen vor dem Einsatz und auch während des Einsatzes. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage, wenn ich darf, auch zu diesen Fokusgruppen. Ihr habt ja unterschieden, oder ihr habt Französischsprachige gehabt und Deutschsprachige. Wie sieht es denn aus? Gibt es da Unterschiede und auch vielleicht so Stadt, Land oder in verschiedenen Regionen? Genau. Ah, ich habe es nicht mehr ganz auf dem Radar. Ich hoffe, ich sage nichts falsch, aber nichts Falsches, aber in der Romandie ist die Skepsis gegenüber der Überwachung durch den Staat weniger groß als in der Deutschschweiz waren zum Beispiel wir haben auch diese smarten Lautsprecher angeschaut, die Stimme erkennen. Dort gab es große Unterschiede. Wenn man etwas zu Hause selber einsetzt, dann ist das kein Problem. Und wenn es aber die Polizei ist oder vielleicht auch im Sportstadion der Club beziehungsweise die Fans, die überwacht werden, dann sind sehr unterschiedliche Befindlichkeiten zwischen der Romandie und der Deutschschweiz da. Und ich glaube, aber behaften Sie mich jetzt gerade nicht, ich glaube, die staatliche Überwachung ist seitens der Romans weniger, oder ist es gerade umgekehrt, Letizia? Ich glaube, es war umgekehrt. Okay. Aber es sind auch kleinere Fokusgruppen. Die Umfrage ist viel repräsentativer. Ja, da haben wir 500 Leute. Die Fokusgruppen sind eben kleine Gruppen, von denen sieht sie. Das kann man nicht hochrechnen, ja, auf die ganze Bevölkerung, aber es gibt doch Anzeichen oder einen gewissen Eindruck von wie die Leute ticken schon. Genau, und dann vielleicht an dich. Also ihr habt diese Kampagne jetzt in mehreren Städten, also 20 Städten, lanciert. Habt ihr auch so, oder was wären so die nächsten Schritte? Jetzt auch vielleicht im Hinblick auf die Frage, wie Gesichtserkennung zum Beispiel eben jetzt nicht in urbanen Zentren betrachtet wird. Oder wie kann man da die Bevölkerung vielleicht besser erreichen? Ja, also es ist eine gute Frage. Wie gesagt, die Logik der Kampagne war so ein bisschen das Bottom-up und in den Städten zu starten. Wir haben sie ja auch, also weil wir auch nicht die Ressourcen haben, wirklich in allen Städten aktiv sozusagen auf der Straße geführt, sondern wir haben das als Petition bei diesen Städten eingereicht. Und was sich dann gezeigt hat, wir haben auch da mit den politischen Vorstößen, also dass wir die sozusagen auch mit angestoßen haben, das hat auch bei den Städten begonnen. Und jetzt verlagert sich, oder jetzt sehen wir, jetzt kommt die Debatte in den Kanton. Und ich glaube, das ist natürlich jetzt rein rechtlich gesprochen nochmals eine ganz andere, was man da guckt, was könnte man da machen. Und natürlich muss sie auch auf nationaler Ebene geführt werden, weil wie gesagt, Strafprozessordnung und so weiter, das ist dann auf nationaler Ebene. Also das eine ist so, was kann man, also wo muss man jetzt genau spezifisch rechtlich ansetzen? Uns war es aber eigentlich wichtig zu sagen, wo müssen wir überall die Debatte führen, und das muss überall sein. Aber es ist eine gute Frage, inwiefern, dass man nicht urbane Bevölkerungsgruppen, wenn ich das so sagen kann, anspricht oder nochmals anders anspricht. Ich finde es aber schon auch wichtig, Städte sind ja nicht nur, das ist ja nicht nur relevant, wer sozusagen gemeldet ist in dieser Stadt, sondern wer nutzt denn auch städtische Infrastrukturen. Das sind halt Ballungszentren, wo sich dann halt auch diese Technologien eher anbieten, also jetzt auf dem Land, und von daher glaube ich, ist eigentlich ein Großteil der Schweizer Bevölkerung auch schon mit diesen Städten betroffen. So, aber es ist eine sehr gute Frage, ob das auch nochmal anders ist. Also genau, auch so diese Studienresultate wären natürlich auch spannend, wenn man das nochmal sehen würde, ob es da Unterschiede gibt.
Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich nochmal den Sprecherinnen herzlich danken für diesen Einblick. Und thank you.